Und da sind wir in voller Harmonie, unsere fünf Leute. Ja, der Cresson hatte mich gebeten, mal ein bisschen was zu erklären, weil ich das hier ja einfach nur durchspiele und relativ wenig nebenbei erkläre. Ich hatte gedacht, dass vieles hier selbsterklärend ist, aber offensichtlich ist das Spiel doch komplexer, als ich gedacht habe. Ja, was kann man groß erklären? Man baut verschiedene Nahrungen an, Nahrungsformen. Ich baue hier in dem Fall Reis an und Kartoffeln. Die beiden kann man mischen und man sieht hier, wo ist er? In der nicht da, sondern hier in der Kochplatte kann ich verschiedene Mahlzeiten kochen, also üppige, leckere, einfache Mahlzeiten. Und da steht's, eine üppige, sehr komplexe Mahlzeit aus verschiedenen Pflanzen und Fleischsorten. Und je besser das Essen ist, desto besser fühlen sich hier auch diese Kolonisten. Ah, okay, die haben jetzt oh, in der Kälte geschlafen. Da muss ich gerne was dagegen tun. Ja, desto besser fühlen die sich. Warum ist es hier drin eigentlich kalt? 5 Grad. Oh mein Gott. Machen wir gleich mal Heizungen ein. Ja, es wird schon frisch jetzt in der Nacht. Machen wir auf jeden Fall mal Heizungen ein, klar. Ja, die haben verschiedene Bedürfnisse, die Kolonisten, logisch. Wer hat die nicht? Unter anderem schlafen, essen, also so ganz grundlegende Bedürfnisse. Und dann haben die Luxusbedürfnisse, wie zum Beispiel toll aussehende Räume. Oder eben, dass sie nicht in der Kälte schlafen wollen. Oder dass sie einzeln schlafen wollen. Also die haben hier ganz verschiedene Vorstellungen davon, wie der ihr ha Zuhause sein soll. Das sieht man hier, wenn man drüber geht und dann auf Bedürfnisse. Dann sieht man, was die gerne hätten. Ausgefranste Kleidung, die hätte halt gerne mal neue Kleidung. Unangenehmes Gespräch, dagegen kann man nichts tun. Das ist halt einfach so, da ist jemand dabei, der macht das einfach nicht so gut. In der Kälte geschlafen ist natürlich auch immer schlecht. Das heißt, wir holen uns eine Heizung. Geteiltes Schlafzimmer heißt, sie will ein eigenes Schlafzimmer. Das wollen aber alle, das kriegen sie auch. Hässliche Umgebung sieht man hier. Dass die Kaserne, Eindruck langweilig, Reichtum fast reich, Freiraum mittelmäßig, aussehen hässlich. Naja, ist halt nichts drin, ist halt ein Holzboden. Und er ist auch noch schmutzig. Deswegen werden wir auch ASAP so ganz eigene Räume bauen. Aber das wird noch ein kleines bisschen dauern, bis wir das tun. Stahlschlackebrocken, auf dem schläfst du. Naja, okay. Wie dem auch sei. Hier unten kann man alles Mögliche einstellen. Unter anderem auch, wer welche Aufgaben hat. Das finde ich ist jetzt schon selbsterklärend. Feuerwehr machen natürlich immer alle. Arzt macht eigentlich immer nur der es am besten ist. Patient ist, sind Leute, die zu Ärzten gehen. Aufseher sind die, die mit Leuten reden, die wir gefangen haben. Tierpfleger ist auch klar. Sind die Leute, die sich um die Tiere kümmern. Koch macht bei mir auch immer nur der es am besten kann, denn er macht das beste Essen. Weil Ben, wenn er schon Cook ist, sollte man es vielleicht auch geben. Ja, jagen tun die, die es am besten können. Klar, Tierjäger. Bauarbeiter sind die, die alles aufbauen. Das machen bei mir immer alle. Mechaniker reparieren alles Mögliche. Genau, wahrscheinlich Gebäude und Ausrüstung reparieren die. Also, wenn man hier drüber geht, es ist auch immer. Noch ein paar Landwirte. Es ist auch immer alles aufgezeigt, was ist. So. Aber ich werde trotzdem in Zukunft einfach ein bisschen mehr erklären. Ah, da hatte ich die Heizung eh schon geplant. Sehr schön. So, hier drin. Im Lagerraum muss es logischerweise, oder sollte es logischerweise Minusgrade haben. Denn dass das Essen ist gefroren, das ist praktisch ein riesiger Kühlschrank. Oder ein riesiges Gefrierfach. Hier sieht man, das sind die Solarzellen. Da kommt noch eine mit dazu, sobald ich genug Stahl habe. Und das sind die Batterien, die sich langsam aber sicher aufladen. Jetzt ist es schon dunkel. Na, dann noch eine zweite Heizung geworden. Ich glaube, dass die gar nicht einbauen. Aber ich lasse trotzdem mal drüber. Strom haben wir ja. Und das hier hinten, das wird mein Herstellungsraum. Da werde ich ja, Sachen produzieren, die ich im Anschluss verkaufe. Damit ist man nur Kartoffeln. Kartoffeln und Reis. Ja, sonderlich toll ist, hier sieht man auch eine einfache Mahlzeit aus Kartoffeln und Reis. Ja, wir haben halt noch ein bisschen was. Ja. Ich mal anfangen.
Aber ich fange dann nächstes Jahr mit diesen ganzen coolen Sachen an. Also nächstes Spieljahr, selbstverständlich. Ah, Jäger ohne Waffe. Moment, ich glaube, ich habe hier den... Der Strappinger hat eine. Osborn hat keine. Was kann der denn? Das ist ein Nahkämpfer. Ja, ich möchte einem Jäger nicht unbedingt im Nahkampf begegnen. Schäbige Qualität, normale Qualität. Okay. Wer war das? Unser Jäger, der Osborn, der kriegt die obere Knarre. Ah, der ist Raufbold, okay. Ja, dann soll er. Ja, das ist Unsinn. Dann wird der kein Jäger. Dann reicht ein Jäger. Oh, jetzt hat's geregnet. So, dann holen wir uns mal hier oben die ganzen. Hier Muffalos, dass wir mal wieder was zu futtern haben. Das Wildschwein holen wir uns auch noch. Das auch. Na, das war's dann. So, als nächstes großes, das hier unten holen wir uns auch. Als nächstes großes Ziel. Oh, hier unten die beiden. Ah, ne, stopp. Die hole ich mir nicht. Die werde ich anfangen zu zähmen. Warte mal, ist da ein weibliches dabei? Muffalo männlich. Muffalo weiblich. Sehr gut. Die werde ich mir dann nämlich zähmen, dass die Kinder werfen. Oh, hier ist ein Meer. Ja gut, ich war ja auch auf der Insel, logischerweise. Ist klar, ist klar. So, was man mit diesen ganzen Steinsorten hier machen kann, werde ich euch auch bald zeigen. Die kann man nämlich auch abbauen und kann die einschmelzen und man kann daraus, ja, Gebilde machen, sage ich jetzt mal. Was bist du? Komprimierter Stahl? Ja, können wir alles mitnehmen. Ja, man kann daraus Gebilde machen, Statuen, alles mögliche. Die dann... Oh, hier sieht's aus in der Basis. Die da verkauft werden oder hingestellt werden können. Der Vorteil des Jagens ist, dass die Leute lernen, wie man mit den Waffen umgeht. Also es hat alles Vorteile. Oh, hier regnet es die ganze Zeit. So, jetzt muss ich mal schauen, wer hier... Reiniger. Okay, reinigen tun sie alle. Aber es ist super irrelevant. Das heißt, die machen es erst, wenn sie gar nichts anderes mehr zu tun haben. Dann fangen sie mit Reinigen an. Deswegen sieht es in der Basis auch so verkommen aus. Was ist das denn? Hopfen. What? Warum liegt der Hopfen nicht hier? Oh mein Gott. So, Ben, warte, bevor du da jetzt rausgehst, kannst du den Hopfen bitte tragen. Danke. Ich habe hier voll die Waffen und kaum einer ist damit ausgerüstet. Ich sollte aber nichtsdestotrotz mal anfangen, meine Leute mit Waffen auszurüsten. So, er hat die Shotgun, genau. Der Ben, was kann der? Ne, Charakter. Okay, der ist raufvoll, das heißt, er braucht eine Nahkampfwaffe. Stahlklinge übel, schäbig, normale Qualität. Ja, der trägt es jetzt erstmal und dann kriegt er eine Nahkampfwaffe. Nämlich das Plastahlmesser. So, dann der Glamourine. Was kann der? Eigentlich nichts. Dann soll der auch nichts machen. Strapping ist ein guter Schütze, das heißt, er kriegt das Lebensgewehr. Ach ne, okay, gut. Ja, der soll es aber trotzdem haben, weil die Shotgun ist nicht so pralle. So, der Osborn, was kann der? Der kann auch nah kämpfen. Das bedeutet, er kriegt Stahlklinge und der Skinner kann nichts. Gut, das ist nur Nahkämpfer. Perfekt. Aber der Glamoury kann zumindest ein bisschen schießen. Und dass ich die Shotgun hier mal hole. Ja, passt doch. Oh, ich sehe, wir verbrauchen mehr Strom, als wir produzieren. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist jetzt hier muckelig warm. Ja, hier wäre es muckelig warm. Wenn ich genug Energie hätte. Hab ich aber nicht. Weil die vier Solaranlagen nicht genug Strom produzieren. Was bedeutet, ich werde hier unten dieses Geokraftwerk gleich im Sinn nehmen müssen. Ah, die wachsen nicht mehr, die Reis- und Kartoffelpflanzen.
weil es draußen schon zu kalt ist. Boah, starker Schneefall. Oh ja, also das wird auf jeden Fall ein harter Winter. Okay, die Kartoffeln wachsen ein bisschen. Wachstumsrate 21. Ja, ich hoffe, dass die noch fertig werden. Ich hatte ja eigentlich früh genug damit angefangen. Aber das könnte natürlich eng werden, aber zumindest eine Ernte würde ich gerne einfahren. Bevor hier gar nichts mehr geht. 74, 75. Ja, das sieht gut aus. Okay, die werden... Ah, die brechen natürlich auch wieder zusammen, wenn es draußen dann zu kalt wird. gewachsen, okay. Ja, ich hoffe, ich denke, dass wir da in jedem Jahr noch was hinkriegen werden. Es wird aber hart werden, also es wird auf jeden Fall kein leichter Winter. Deswegen sollte ich auf jeden Fall mal anfangen, Dinge zu bauen. Also erstens brauchen wir natürlich mal eine Funkanlage. Klar. Und wir brauchen auf jeden Fall die Sache, die ich nie finde, nämlich den Labortisch, genau, aber den bauen wir nicht aus Stahl, den bauen wir aus Holz. Das sieht vollkommen aus. Den Raum etwas klein bemessen. Egal. So, und wir sollen dann gleich mal mit anfangen. Wir haben ja jetzt einiges noch an Nahrung, aber damit werden wir auf gar keinen Fall durch den Winter kommen. Aber das sollte kein Problem sein. Hier gibt es ja relativ viele Tiere. Und ich werde auch auf jeden Fall noch Tiere zähmen, bevor es hier losgeht. Vielleicht habe ich ja Glück und das wird alles noch fertig. 47% gewachsen. Na, ich glaube es nicht. Wir haben schon September, 3 Grad draußen. Na. So, jetzt fangen wir hier mal mit Forschen an. Als das Wichtigste, für mein Verständnis, ist das, was ich gerade wieder nicht finde. Die Geothermalkraft. Da, geothermale Energie. Forschen. Zack. Und da, das muss jetzt jemand relativ exklusiv machen. Ich glaube, dass der Osborne damit anfangen wird. Aber das ist was anderes. So, dann möchte ich erstmal diese Folge für dieses Mal beenden. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, für das Gewinnspiel müsst ihr in jeder Folge kommentieren bis Ende der Staffel. Die Staffel endet, sobald alle Kolonisten tot sind oder alle Kolonisten den Planeten verlassen haben. Also es gibt auch ein gutes Ende. Wenn ihr Rimbold gewinnen möchtet, dann empfehle ich euch das auf jeden Fall. Werde ich natürlich noch angegriffen. Eine Gruppe Banditen. Oh, das sind 3. Dann schauen wir nochmal. Das heißt, ich sollte auch mal anfangen, Verteidigungsanlagen zu bauen. Aber jetzt ziehe ich erstmal meine ganzen Soldaten zusammen. Diejenigen, die eine Waffe in der Hand haben. Der hat eine. Ben hat eine. Strapping hat eine. Memory lässt sich noch fertig bauen. Passt. So, den werden wir auf jeden Fall zuvor kommen. So, Strapping und Glamoury. Ihr seid Gruppe 1. Ihr geht vor. So, jetzt muss ich die Typen natürlich wiederfinden. Ah, die kommen schon. Kommen oben. Okay, wir gehen denen entgegen. Und werden uns da mal ein kleines Feuergefecht mit denen liefern. Ja, Glamoury und Strapping sollten eigentlich die Vorhut bilden. Und das sind die mit den Schusswaffen. Ben und Osborne die anderen angreifen. Holy crap! Der hat sich hochgejagt. Okay, der hat den Glamoury zerrissen. Aber er lebt noch. Ah, da habe ich nicht drauf geachtet. Okay, da waren anscheinend Handgranaten im Spiel.
Oder irgendwelche. Boah, die entführen den. Das kannst du immer voll vergessen, dass ihr meine Leute entführt. Okay, einer ist auf jeden Fall schon mal tot von meinen Kolonisten. Könnt ihr die bitte einholen? Danke. Zack. Oh, haut den um, bitte. Ah, okay, gut. Die dürften denen nicht die Karte verlassen, sonst sind die gefangen und sind weg. Oh. Komm, stich den ab. Den Psyche. Der Ben kommt hier zu Hilfe. Zack, zack. Zusammengeprügelt. Perfekt. So, einen Kolonisten haben wir verloren. Aber nicht so tragisch. Den retten wir jetzt auf jeden Fall mal. Hat der irgendwas Cooles an? Oh, der hat hier Stuff an. Den ziehen wir mal aus. Der kann nämlich das... Stoffparker überlegen. Kannst du gleich mal anziehen. Wer sich gut fühlt, was ist das? Stoffhemd übel. Kevlarhelm, aber besser als nichts, würde ich sagen, ne? Eine EMP-Granate. So, das kannst du ja tragen. Priorisiert eigentlich. Okay, er kann da verrotten. Und die anderen. Ja, einen haben wir verloren. Ist blöd, aber machst du nichts. Muss mal schauen. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwas nicht mehr habe. Ne, sind alle Arbeiten noch besetzt. Jetzt geht hier der Strom aus. Ja, wie dem auch sei. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und tschüss. Moment, das obligatorische Speichern noch. Genau, das hatten wir ja immer. Jetzt haben wir es wieder. Okay, jetzt verabschiede ich mich. Macht's gut, bis dann, ciao. Genau, Kleiner, du kümmerst dich um... Oh, 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 oh. Das mache ich besser mit der Hand. Dabei meine Freunde. Ja, hier ist schön am Tisch. Warum habe ich denn niemanden, der Hausmeister?